willkommen zu einem neuen Video. Hallöchen, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter an unserem Fake R32. Wir sind auf der Zielgeraden. Also Innenraum ist noch ein Thema, klar. Aber erstmal, damit der Motor und die Technik funktioniert, gehen wir heute direkt an die Servolenkung. Wir haben uns hier das passende Öl besorgt. Ich hoffe, es funktioniert. Und wir haben danach wieder eine Servolenkung. Denn dann steht unserer ersten Probefahrt auf der Straße eigentlich nichts mehr im Weg. Ich habe mir schon eine EVB-Nummer besorgt. Das heißt, Kennzeichen sind dann hoffentlich auch bald am Start. Und dann geht's los, sobald dieser Deckel hier auf ist. Oh, guck dir die Scheiße an. Jetzt nimmst du eine Zange und ziehst das Röhrchen raus. Ei, Captain! Okay, Motor läuft. Es fängt schon an zu schäumen. Ich habe nochmal gut nachgekippt direkt. Aber ich glaube, jetzt kann Chris mal anfangen. Einmal langsam lenken. Ja, seht ihr? Das ist die Luft, die raus muss. Servos entlüftet, hat super funktioniert, nur ein paar Minuten gedauert. Jetzt das nächste Problem leider. Und zwar hier unten, ne? Das sind Ölflecken. Und die wollt ihr eigentlich nicht sehen unter einem neuen Motor, den ihr gerade eingebaut habt. Ich habe schon das Schlimmste ausgemalt, aber ich glaube, es ist gar nicht so wild. Ihr seht das hier, das ist unser Ölfiltergehäuse und da hängt der Tropfen dran. Diese kleine Imbusschraube hier drin, die hat einen Riss. Da tropft es langsam, aber sicher Tropfen für Tropfen raus. Wir haben hier noch einen Schlachter auf unserer neuen Bühne stehen. Der hat dasselbe Gehäuse, aber dicht, ne? Fuck, ich werde mich so einsauen, ich sehe es doch jetzt schon. Oh, es geht. Das ist ja verkraftbar hier. Entspannt. Seht ihr diesen Riss hier? Ja. Dieser Riss, da ist es rausgelaufen. Das ist jetzt der Deckel vom Schlachter, der hat den Riss nicht. Wir haben natürlich den Ölfilter übernommen von unserem neuen Motor. Schrauben das jetzt hier rein und hoffen, dass diese Baustelle ebenfalls erledigt ist. Marvin? Ja? Machst du mir bitte nachher unsere Sitzmöglichkeit wieder sauber? Okay. Ich dachte, die machst du dann mit deinem Hintern sauber, wenn du dich zum Essen hinsetzt. Nein, sicher nicht. Yo, wir haben einen frischen Tag, sind top motiviert und machen uns jetzt an die Arbeit, vor der wir uns schon lange drücken wollen. Schaut euch diese Scheiße mal kurz an. Aktuell komplett Chaos hier unten, was unsere Airride-Steuerung angeht. Wir haben, ja, ich weiß nicht, was da genau verkabelt wurde, aber es hat ja funktioniert. Unser Plan ist ja, Low Budget, so viel übernehmen wie möglich von dieser Karre. Das heißt, klar, Kompressor und Tank wird jetzt reingebaut, wir machen eine coole Platte, aber wir wollen natürlich auch die komplette Steuereinheit, die ganze Verkabelung, alles hier rausnehmen und bei uns einbauen. Die Druckknopfsteuerung wollen wir übernehmen. Hier gibt es keinen Schaltplan oder so. Das müssen wir uns jetzt einfach ganz genau Kabel für Kabel anschauen, was ist was. Uns markieren, rausbauen und bei uns reinbauen. Wir fangen am besten direkt an. Ich stürze mich hier rein und nehme euch einfach mit bei diesem Abenteuer. Denn wenn das funktioniert, dann steht der ersten Probefahrt auf der Straße hier am Ende vom Video nichts im Weg. Kompressor ist lose und auch unseren Tank werden wir wieder verwenden. Haben wir jetzt mal abgeschraubt. Das ist auch nicht so schön gemacht hier mit den ganzen Leitungen. Wir werden das alles ein bisschen neu machen. Aber bis hier ist es alles noch einfach. Was kompliziert wird, ist die Verkabelung. Ne, da sind auch so selbstgebaute Stecker und Kabel dran. Ne, das ist nicht original von irgendeinem Airride-Anbieter. Deswegen nach und nach. Ich habe mir hier diese Dinger hier besorgt. Guck mal an, das sind so Kabelbinder. Die machst du um ein Kabel rum und hast dann hier ein Fähnchen, wo du genau draufschreiben kannst, was es ist. Ich hoffe, das bringt uns was. Anstatt Klebeband. Anstatt Klebeband, genau. Das ist ein bisschen sauberer halt, ne? Nobel. Ja, nobel geht die Welt zugrunde. Weiter geht's. Hier sind unsere Druckknöpfe und unsere Druckanzeige analog. Das heißt, hier gehen auch Luftleitungen nach vorne. Die wollen wir jetzt abstecken, genauso wie die ganzen Kabel von unseren Knöpfen. Die Beleuchtung müsste auch noch hier dran sein, irgendwie ein paar Kabel. Aber das ist eigentlich relativ easy, wenn wir uns das einmal angucken können. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall diesen Strang hier nehmen. Das sind unsere Knöpfe. Und irgendwo müssten auch noch die Luftleitungen nach oben gehen hier. Ja, die müssen wir dann separat holen. Okay, also ich lege mal die Kamera auf die Seite. Wir stecken das kurz alles ab, ganz vorsichtig. Markieren uns alles und jetzt sieht man es. Oh, das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Hier sind sie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hauptsache erst jammern, gell? Ja, ein bisschen jammern gehört dazu, mein Freund. Ich hasse Kabel, Alter, wirklich. Kann man das rausziehen hier ein bisschen? Mit Sicherheit gleich hier. Okay, wir machen das jetzt mal in Ruhe, Leute. Hier wird's jetzt kriminell professionell, meine Freunde. Ich stecke eins nach dem anderen ab, schreib mir an, wo die dran waren. Und dann hänge ich die drei, die quasi an einem Stecker sind, zusammen mit so einem Kabelbinder. So, und schreib hier aufs Fähnchen links. Das war unser linker Schalter. Professionale. Boom, Baby. Oh, Freunde, ich sag mal, wie es ist. Guckt euch mal diese Scheiße hier an. Das alles haben wir uns zum Glück ersparen können. Wir hatten jetzt ein Riesenproblem noch mit unserem Schalter. Wer hatte hier diesen Schalter noch verbaut? Damit hat er das gesamte Airride-System an- und ausgemacht, ne? Da er auf Dauerplus diesen Schalter gelegt hat, um das System nicht durchgehend am Strom zu haben. Das Dauerplus hat er sich aber irgendwie hier mit Stromdieben reingezogen und ich hatte gar keinen Plan, wie das geht. Wir haben jetzt nachgemessen, wir werden dieses Kabel, wo an den Stecker gegangen ist, nicht wieder irgendwie ans Dauerplus mit Stromdieben nehmen, sondern wir werden dieses Kabel
Kabel direkt an Zündungsdurch stecken, sodass dann anstatt diesem Schalter einfach unsere Zündung das Airride aktivieren wird. Ja. Man kann auch im Baumarkt, haben hier ein neues Krafttrainingsgerät geholt. Und das brauchen wir gleich für unsere Kabel. Ein paar Kinder haben da Kuchen verkauft, haben natürlich zugeschlagen. Das Traurige ist, die Frage, die mich jetzt beschäftigt ist, wie läuft das steuertechnisch? Ich habe 6 Euro gezahlt für ein paar Kuchen. Wird das angegeben beim Finanzamt oder war das gerade Schwarzgeld? Deutschland sagt Danke. Herzlich willkommen bei Bastel Apparel. Euer Schlaukopf hier. Wir haben den Plan, diese ganze Platte einmal zu erneuern. Das heißt, wir werden jetzt nach und nach alles abschrauben und auf unsere neue Platte draufschrauben. Natürlich schöner wie hier, also dass da nichts einfach rumhängt dann. Das versuche ich alles hier zu befestigen, dass es alles ein bisschen Hand und Fuß hat. Diese Platte mit den gesamten Steuereinheiten kommt dann hier auf unsere Zwischenplatte. Also unten rein kommt übrigens der Kompressor. Diese Steuerung kommt dann hier drauf, da wo auch schon unsere Endstufe ist. Und nochmal oben drauf kommt eine neue Platte. Wir haben noch ein schönes Holz gekauft, wird dann schön überzogen. Und da kommt dann eigentlich nur unser Lufttank und der Subwoofer drauf. So haben wir dann quasi einen 3-Schicht-Boden und alles relativ ordentlich verbaut und man kommt vor allem auch noch schön hier an der Zwischenplatte ran, falls wirklich mal was mit irgendeinem Kabel ist, was wir natürlich nicht hoffen. Ich mache mich ran, ist ein bisschen Fleißarbeit, aber für euch sind das nur ein paar Sekunden und dann sollte alles hier schön drauf sein. Okay, es sieht noch sehr, sehr wild aus, ich gebe es zu, aber es ist mal alles drin. Der Kompressor ist unter dieser Platte. Hier haben wir jetzt schon unsere Holzplatte draufgelegt, wo ich wirklich alles versucht habe, möglichst kompakt zu verkabeln. Das, was ihr jetzt seht, das sind alles Kabel, die noch nach vorne gehen. Also die Platte hier ist echt sexy geworden, bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Bevor die Kabel aber nach vorne gezogen werden können, habe ich schon angefangen, hier ein paar Sachen auszubauen. Zum Beispiel unser Handschuhfach musste weg. Ich habe hier auch schon unser Lüftungsmodul gelöst, denn hier kommt ja unsere Druckanzeige da rein. Wir benutzen nicht das hier, sondern wir benutzen das, was im Schlachter drin war. Das war schwarzglanz foliert und Chris hat sich jetzt vorgenommen, das nochmal ein bisschen edler zu machen. Chris ist nämlich nicht nur Lackierer, Chris ist ab jetzt auch euer Folierer des Vertrauens. Aber nur Stoff. Bruder, das ist einfach mal Alcantara des Todes. Oh, ey, ganz ehrlich, wo ist das andere Zeug? Ich zeig das kurz. So. Schaut euch mal an, was Chris hier, während ich das Zeug zerlegt habe, gemacht hat. Alter Schwede. Alter Schwede, sieht das fett aus. Ey, findet ihr, wir sollten noch mehr Alcantara im Innenraum machen? Ich meine, das da, das kann natürlich auch so nicht bleiben, ne? Schreibt's in die Kommentare. Also Chris hat Bock und ich glaube, ich hätte auch Lust drauf. So ein bisschen Low-Budget Alcantara Innenraum. Wir sind auf einem guten Weg. Schaut mal hier, Chris schleift die Knöpfe noch ein bisschen ab, damit die dann trotz Alcantara auch funktionieren und nicht hängen bleiben. Also hier, der ist schon geschliffen, ne? Der funktioniert. Und der dann hoffentlich auch gleich. Es lohnt sich auf jeden Fall die Arbeit. Guckt euch das mal an, ey. Scheiße, sieht das gut aus. Alles angeschlossen. Einmal Licht, zweimal Druckleitung, einmal Check. Ui. Ja, ist geil, auf jeden Fall. Drücken wir jetzt rein. Holy moly, Freunde. Ui. Guckt es euch an. Alcantara für Arme, meine Freunde. Schön überzogen, alles drin, funktioniert wie es soll. Jetzt kommt hier unsere nächste Einheit für unsere Druckknöpfe. Ein großer Moment wird gleich hier vor der Kamera passieren, wenn alles funktioniert. Denn wir sind durch. Es ist alles verkabelt, wir haben Strom, wir haben die Luftleitungen verlegt. Bis auf den Tank haben wir jetzt alles angeschlossen. Das heißt, wenn alles richtig ist und dieses Chaos irgendwie hier doch geregelt wurde von uns, machen wir jetzt die Zündung an. Es sollte der Kompressor anspringen, wenn wir hier den Schalter umlegen und wir sollten die Ventile klacken hören, wenn wir hier drücken. Chris? Ich bin gespannt. Okay, okay. Das ist schon mal unser Warnsummer. Der funktioniert. Das ist sehr schön. Kompressor läuft auch. Mach mal aus den Kompressor. Ich gehe hinter und höre, ob es klackt. Jo. Okay, der Warnsummer ist halt maximal laut. Warte mal. Okay, drück mal. Ja. 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 Okay, alle 4 Ventile klacken. Wir haben den Warnsummer, wir haben den Kompressor. Jetzt fehlt nur noch der Lufttank und das Ding läuft. Der.
Wir haben es sowas von geregelt, Mann. Sheesh! Yes! Ich habe mich nicht lumpen lassen, habe hier eine Siebdruckplatte im Baumarkt gekauft. Und wir haben hier eine alte Platte, die war schon drinnen, als Muster, denn die ist eigentlich echt schön ausgeschnitten. Warum nehmen wir nicht die her? Ihr seht es, die quillt hier überall schon auf. Also das ist nicht wirklich geil. Die hier hat das Problem dann nicht mehr und deswegen machen wir die einmal neu und beziehen die natürlich dann schön. Also, guck jetzt mal ein bisschen, was die Platte kostet. Was hat die gekostet? 50 Euro, ne? Alter, ich bin belastet, Mann. Ich bin zutiefst belastet, was Holz das halt kostet, aber das hält auch ein bisschen was. Das davor war nicht so das Wahre. Platte ist fertig, auch schon schön geschliffen, hat Chris wieder ein Meisterwerk vollbracht. Wir haben uns dieses Mal für einen anderen Stoff entschieden. Das ist grauer Stoff und der ist auch nicht selbstklebend. Das heißt, wir werden mit Sprühkleber arbeiten. Der kostet nicht mal die Hälfte von dem selbstklebenden schwarzen Stoff, den wir sonst hernehmen. Und wie ich gesagt habe, er ist nicht schwarz, sondern grau, denn im Golf 4 haben wir graue Teppiche. Dann sieht das ein bisschen cleaner aus und wenn der gut hält, dann ist das bestimmt eine Alternative zu unserem doch relativ teuren Hammerstoff, den wir sonst hernehmen. Low Budget bei allem hier, außer bei der Holzplatte, die war scheiße teuer. So, besagter Sprühkleber auf beide Oberflächen. Einmal aufs Holz und einmal auf die Rückseite von unserem Stoff. Dann lassen wir das 10 Minuten ablüften und dann legen wir es drauf. Und dann verbindet sich der Kleber so, dass das hoffentlich nirgends mehr hingeht. Außerdem darf Chris dann nochmal 12.000 Tackernadeln reinklammern. Also, da sollte wirklich nichts passieren. Schaut es euch an, wie clean sieht diese Platte aus. Also diesen Stoff kann ich wirklich nur wärmsten empfehlen. Ist günstiger wie der selbstgebende Stoff und hat ein super Ergebnis, wie ich finde. Es ist kaum vom Original zu erkennen, weder auf der Platte noch in meinem Gesicht. Legen wir das Ding mal rein und schauen an, wie das wirkt. Ich glaube, das wird clean. Let's go. Ja, so gern wie ich tacker, so gern klebt sich Marvin gefälschten Bart ins Gesicht. Ah, ja, weißt du, ich habe hier Löcher. Ich würde immer gern Vollbart haben. Aber mir wächst hier und hier. So 2 Zentimeter groß, kein Bart. Wenn irgendwer da so ein Wundermittel hat, ne? Schreib mir doch mal. Ich habe hier so 2 Stellen, die sind weich wie ein Babypopo. Der Rest kommt. Belastend, ich bin fast 30. Es sieht schon clean as fuck aus hier mit dem Grau. Wir haben ja unsere fette Subwoofer-Geschichte hier hinten. Die wollen wir natürlich behalten. Den würden wir dann wahrscheinlich hier platzieren. Wenn wir jetzt den Tank verwenden, der dabei war, das ist hier so ein langer 19-Liter-Tank, dann wäre die einzige Möglichkeit, den hier vorne zu platzieren. Also quasi vor dem Woofer. Dann hätte man hier hinten noch Platz für eine Einkaufstasche. Weil wenn man den jetzt irgendwie so schräg reinmacht, finde ich, sieht es auch nicht so geil aus. Und da hast du gar keinen Platz mehr. Oder wir haben hier noch in unserem Lager gefunden einen kleineren Tank. So einen habe ich im Polentriff da drin. Vielleicht passt der ja. Oh, guck mal, Digga. Also ich sag dir, wie es ist. Aber so, glaube ich, mit den Anschlüssen her, wird eng. Wir können ihn auch so machen. So, ja. Guck mal. So würde ich ihn. So hast du halt maximal noch Platz. So würde ich ihn sehen. Kannst du hier vorne noch ein paar Campingstühle reinlegen, wenn du auf dem Treffen fährst. Und da hinten noch irgendwie einen Kisten Paulaner Spezi. Entspannte Lösung. Wir kommen hier mit den Kabeln hier runter. Ja, und da hinten. Und da hinten mit den Kabeln da hinten runter. Ist doch geil, dass du zu Schläuchen immer Kabel sagst. Kabel und Schläuche. Wir haben keine Kabel an. Ja. Das passiert mir auch immer wieder. Ich erwische mich selbst dabei. Wir schließen jetzt die Luftkabel noch an. So würde ich sagen, oder? Das ist doch die geilste Lösung. Du meinst die Luftschläuche? Ja, ich habe jetzt extra Kabel. Weißt du, ich versuche dich zu supporten hier mit deiner neuen Sprache. Was meint ihr? So? Ja, ne? Ich finde es so clean, ja. Hey, warte, ich frage mal die Community. Was meint ihr? Sollen wir so machen? Okay, alles klar, wir machen so. Community sagt so. Geil. Maeve, schreib mir in die Kommentare. Hast du Bock, dass ich das Ding noch hochschicke und du machst hier so einen Graffiti-Lack drauf? Kriegst du auch... Was kriegt Maeve dafür? Ein paar Sticker. Kriegst ein paar Sticker von Busted. Und eine Cap. Aus meinem Shop, der übrigens wieder online ist. Busted.de, Freunde. Und eine Cap. Gibt's auch noch im Shop. Kriegst eine Maeve. Maeve hat eh schon alle. Kriegst noch mal eine. Kannst du dreckig machen. Ich hätte Bock. Aber verbauen tun wir trotzdem jetzt mal. Wir können ihn da später nochmal einschicken, dann zum Lackieren. Das ist die Lösung, der kleine Tank. Praktisch mit unseren eingeschlagenen Muttern können wir das Ding jetzt hier sexy verschrauben. Was im Weg ist, muss weichen. Jetzt haben wir nämlich folgende Möglichkeit. Schiebe mal ran. Jetzt kann der Woofer ganz an die Wand ran. Das ist besser, wie wenn hier so ein Spalt ist, denke ich. So. Wir lassen mal den Motor laufen. Kompressor an. Hier hinten ist alles geregelt. Das ist jetzt auch fest. Der ist verschraubt. Super clean. Wir haben nur 2 Leitungen hier hinten. Die sieht man quasi gar nicht. Der Rest ist clean und sauber verstaut. So, das System ist voll. Wir haben 10 Bar jetzt im Tank. Ist automatisch ausgegangen. Das heißt, unser Drucksensor funktioniert. Das ist sehr schön. Jetzt, wenn ich die Zündung anmache, ihr hört das unschöne Geräusch von unserem Warnsummer. TÜV-relevant. Gucken wir einerseits, ob die Stecker hier an den Knöpfen richtig sind. Ob er vorne und hinten hochgeht oder wieder nur an einer Seite. Hatten wir alles schon. Und ob der Summer ausgeht. Ich mache jetzt erstmal vorne. Gut, vorne ist er oben. Wenn ich jetzt hinten hochgehe. Aber der Wahnsinn bleibt an. Wir sind Bus, vergiss es.
Und unsere Anzeige funktioniert noch nicht. Woran das liegen könnte, frage ich mich jetzt auch noch. Ist ja analog. Okay, also Fazit. Es funktionieren die Druckknöpfe, die Ventile öffnen, vorne, hinten, so wie es soll. Der Warnsummer bleibt an, das ist schlecht. Und unsere Anzeige zeigt uns auch nicht die Drücke an, das ist auch schlecht. Aber ansonsten funktioniert's. Warnsummer, muss ich mir mal schlau machen, ob es da andere Möglichkeiten gibt mit einem Druckregler drin oder so, der dann automatisch merkt, ab wie viel Bar oder man ihm sagen kann, ab wie viel Bar er ausgehen soll. Wenn ihr da was kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kenne da noch nicht wirklich was. Und wegen der Druckanzeige, da sind ja zwei Schläuche, die nach vorne gehen. Es kann sein, dass die, was kann da sein? Dass die, wenn die undicht wären, dann würden wir keinen Druck im System haben. Mhm. Ah, Digga, ich habe keinen Plan. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich gehe mal kurz in die Zone. Erstes Problem wurde analysiert und entdeckt. Guckt mal, jetzt funktioniert alles. Das Problem ist, unsere Luftleitungen, sobald wir die Druckanzeige reinschieben, knicken die ab, so. Und natürlich kommt dann kein Druck mehr an unsere Anzeige an. Das heißt, sie funktioniert, wir haben alles richtig gemacht, müssen aber hier jetzt wahrscheinlich verwinkelte Fittings noch verbauen, die wir leider jetzt nicht da haben, die bestellen wir. Dann können wir die auch wieder ganz reinschieben. Das heißt, wir lassen sie jetzt erstmal so. Und es funktioniert alles. Ihr hört auch keinen Summer mehr. Das haben wir leider noch nicht gelöst. Ich habe ihn einfach abgehängt, weil das echt massiv nervig ist. Und ich muss mich schlau machen. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, ob es da irgendwas gibt, so Drucksensor inklusive Summer, wo man irgendwo zwischenhängen könnte, das regeln wir noch. Aber es funktioniert. Und das heißt für uns, wir räumen jetzt ein bisschen auf und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich bei der Zulassungsstelle war, um das Ding hier fahrwerks- und motortechnisch mal zu testen. Und zwar bei einer richtigen Probefahrt. Ich freue mich drauf. Oh yeah, Freunde. Schaut es euch an. Kennzeichen sind dran. Ich habe das Ding schnell angemeldet, damit wir heute die erste Probefahrt auf der Straße machen können. Nur einmal hier kurz zum Block, denn ja, TÜV-Termin steht ja noch aus. Bis Mai hat er noch, aber Eintragung ist ja auch noch so ein Thema. Deswegen, ja, Daumen drücken, dass alles gut geht. Ich springe da jetzt rein und fahre die ersten Meter mit neuem Motor und neuem Fahrwerk auf der Straße. Okay, es sind die ersten offiziellen Meter auf deutschen Straßen mit diesem Motor und Fahrwerk. Ich muss es mal ganz kurz hören. Ah. Oh je. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich auf Last fahren kann, so mal wirklich Gas durchdrücke, weil ja bei uns auf dem Hof rein und rausfahren ist was anderes. Aber hört mal. Er stottert. Ich weiß nicht, entweder läuft er nicht auf allen Zylindern oder die Zündung hat noch ein Problem, aber eigentlich, ja gut, doch. Was heißt eigentlich? Zündung ist eine Schwachstelle bei diesem Motor. Aber er lief ja davor auch, vor dem Umbau. Nicht, dass jetzt irgendwas an der Zündung uns kaputt gegangen ist oder einfach nicht richtig angeschlossen ist. Oh, und die Bremse. Sie geht, aber für mich könnte sie noch ein bisschen besser gehen, um ehrlich zu sein. Also sie kommt mir zu spät noch. Naja, der Bremsenprüfstand würde das dann eh zeigen. Also. Ah, das ist nicht gut. Macht die Brrrr, ne, ihr hört das. Klingt zwar cool, aber das gehört nicht so. Das gehört definitiv nicht so. Klar, ein V5 hat einen eigenen Sound, aber definitiv nicht dieser hier. So, Tankstelle und ein bisschen, naja, was soll ich sagen, ein bisschen ernüchternd jetzt hier die ersten Meter gewesen. Fahrwerk funktioniert, fährt gut, klopft nichts, aber dieser unrunde Lauf vom Motor, zumindest beim Gas geben, Achtung, das gefällt mir nicht. Sag ich, wie es ist schon geil, den Wagen wieder auf der Straße zu sehen so. Aber noch geiler wäre es natürlich, wenn die Fahrhöhe stimmen würde, sehe ich gerade vorne viel zu hoch. Und wenn der Motor gut laufen würde. Also ich halte euch da jetzt mal auf dem Laufenden. Ich werde mich jetzt noch mal ganz kurz hier auf eine kleine Probefahrt begeben. Wir sind erst ein paar Meter gefahren und dann müssen wir diesen Fehler finden. Und idealerweise auch möglichst bald lösen, weil eigentlich dachte ich, Motor wäre abgehakt. Sorry, falls ich jetzt so ein bisschen down wirke. Ich versuche natürlich die Stimmung zu halten, denn am Ende, ja, wir fahren das erste Mal, der Motor läuft. Airride funktioniert auch alles super. Temperatur vom Motor sieht gut aus. Es ist halt einfach nur das Problem, dass er noch sehr, sehr unrund läuft. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt einmal noch den Roller, fahre hier vorbei und versuche euch mal von außen zu zeigen, wie das klingt. Vielleicht hört man es ja auch von außen ganz gut und dann machen wir uns auch schon wieder zurück auf den Weg in die Halle. Belastend. Ja, wir sind zurück in der Halle und man sieht es sogar, dass der Motor nicht wirklich rund läuft. Achtung. Ja, ihr seht es. Ihr seht es leider. Belastend!
Ja, ich sage, wie es ist. Ich lasse mich nicht entmutigen. Ich werde jetzt direkt, nachdem dieses Video hier online kommt, mich um ja vielleicht Hilfe kümmern. Leute, die sich besser auskennen. Ich werde eure Kommentare auch fleißig durchlesen. Vielleicht habt ihr Tipps. Und dann kriegen wir das Ding zum Laufen. Im nächsten Video läuft das Ding. Hoffe ich. Also solange der Motor nicht nochmal raus muss und wir jetzt am Motor selbst die Sache regeln können, bin ich schon zufrieden. Ich hätte gerne das Video mit einer besseren Nachricht beendet. Hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Lassen wir uns nicht entmutigen. Schauen wir, wie es weitergeht. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, macht es gut. Und ciao. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.